Praxistipp 2. Schneller mit dem Bus auf den Umweltspuren Erster Ring. Der Erste Ring ist die wichtigste Trasse im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Pro Tag fahren weit über 1000 Busse von SW Verkehr und weitere Regionallinien über den Ring den Hauptbahnhof an. In den Spitzenzeiten werden über 7000 Fahrgäste pro Stunde über den Ersten Ring befördert. Schülerinnen und Schüler, die pünktlich in der Klasse erscheinen müssen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit und viele tausend Pendlerinnen und Pendler, die Anschlüsse im Regionalverkehr erreichen wollen. In der Vergangenheit war es im Berufsverkehr oft schlicht nicht möglich, mit dem Bus pünktlich am Hauptbahnhof anzukommen, weil die Busse auf dem Ersten Ring mit dem motorisierten Individualverkehr im Stau standen. Verspätungen von mehr als 15 Minuten waren keine Seltenheit, mit Auswirkungen auf das gesamte Wiesbadener Bussystem, da Störungen auf dem Ersten Ring auch Verzögerungen auf den anderen Strecken im Stadtgebiet nach sich zogen. Mit den Umweltspuren auf dem Ersten Ring werden die Busse nun in beiden Richtungen durchgängig eine eigene Spur nutzen können. Anstatt sich mit dem motorisierten Individualverkehr den Stau zu teilen, ist der öffentliche Personennahverkehr nun auf der Überholspur. Zum ersten Mal seit Jahren erreichen die Busse auch im Berufsverkehr pünktlich den Hauptbahnhof und ermöglichen dort ein Umsteigen auf Bus, S-Bahn und Zug ohne Stress. So wird das Bussystem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur schnellen, pünktlichen Alternative. Über 19 Buslinien von SW Verkehr profitieren direkt von den Umweltspuren auf dem Ersten Ring. Unser Praxistipp: Nutzen Sie die Busse auf den Umweltspuren. Schneller geht es nicht durch die Stadt.